Zu behaupten, Kraftwerk sei wichtiger, schöner und einflussreicher als die Beatles je waren, scheint immer weniger unangebracht. Zunehmend stellen wir fest, was wir schon immer ahnten: Es ist wahr. Anfang der 1960er, Ende der 70er strebten Kraftwerk im popkulturellen Vakuum Nachkriegsdeutschlands nach einer neuen künstlerischen Stimme. Niemand hätte gedacht, dass diese zurückgezogenen, experimentierfreudigen Rheinländer eine der einflussreichsten Popgruppen aller Zeiten werden könnten. Aber genau so war es. Sie schufen emotionale Elektromusik, verschmolzen kommerziellen Pop mit Avantgarde und beackerten dabei ein erfrischend neues Feld. Ihr Industrial Folk mit globalem Anspruch verriet schon damals, wie im digitalen Zeitalter Musik klingen und die Welt aussehen würde. Unsere Generation, wir mussten halt wieder von vorne starten, und da wir irgendwie in dieser Rhein-Ruhr-Situation leben, ist die Musik eben statt von ländlichen Sachen mehr von Stadt und Maschinen beeinflusst und spiegelt diese Sachen wieder. Jahr für Jahr gewinnt Kraftwerk an Einfluss, und heute, nach 45 Jahren, hat die Kunstwelt sie für sich entdeckt. Ihr Gesamtkunstwerk wird mit ausgeklügelten 3D-Konzertinstallationen in bedeutenden Kunsträumen in New York, Düsseldorf, London, Sydney und Tokio gefeiert. Besonders passend war ihr Auftritt im stillgelegten, genau, Kraftwerk. In der Londoner Tate Modern. 8 Abende waren innerhalb von Minuten ausverkauft. Der Ticketserver brach zusammen und die Begeisterung von Publikum und Kritik festigte Kraftwerks Status als Kunstwerk. Über 100.000 enttäuschte Fans warteten in der Kälte. Aber unsere Kameras durften weltweit exklusive Eindrücke aus Kraftwerks spektakulärer Show für unseren Film einfangen. Kraftwerk, Pop Art. Sie passen hervorragend in ein Museum oder in eine Galerie, denn sie sind gewissermaßen lebende Skulpturen, eine Kunstinstallation mit integriertem Kommentar zur Popmusik und zum Showgeschäft. Aber das ist noch lange nicht alles. Vor allem liefern sie einen faszinierenden Kommentar zur Reproduktion und dazu, was mit einem Kunstwerk geschieht, wenn es zum Massenprodukt wird. All diese Elemente sind enthalten. Die ganze Ästhetik passt perfekt. Das liegt nicht nur am Raum, an der Turbinenhalle der Tate Modern. Kraftwerk haben auch viele bildende Künstler beeinflusst, mit denen wir gearbeitet haben.
Es ist für sie wie ein Akt der Weihe, ins Allerheiligste der kuratierten Kunst vorgelassen zu werden. Es ist der Beweis dafür, dass das, was sie machen, zeitlos genug ist und unsere Kultur so geprägt hat, dass sie es verdient haben, mit Werken der bildenden Kunst zu verschmelzen. Die nächste Ausstellung in der Tate Modern ist Roy Lichtenstein. Und genau in diese Welt passen sie hinein. So stark ist ihr Einfluss auf die Kultur, auf Künstler und auf Musiker, die Kunst machen. Die absolvieren nicht einfach irgendwo einen Auftritt. Marc-Camille Chamowitz, ein Künstler aus unserer Ausstellung A Bigger Splash, wurde von ihrer Musik inspiriert und hat damit gearbeitet. Turner-Preisträger Mark Leckie gibt Kraftwerk als Einflussquelle an. Und der Choreograf Michael Clark, der immer schon interdisziplinär gearbeitet hat, liebt ihre Musik. Sehr viele Künstler wollten Karten für die Show hier. Interpol und Deutsche Bank, FBI, Scotland Yard, CIA, KGB, Control the Data, Memory. Es ist eine richtige Show, die aber keine Klischees bedient. Diese Art, einfach so dazustehen, ist ein faszinierendes Destillat von Performance. Die kitschigen Bewegungen beim Rock, eine bestimmte Gitarrenhaltung, ein Hüftschwung, ein Kopfwackeln oder das Herumwirbeln des Mikrofons, das sind doch alles eintönige, lächerliche und inhaltsleere Gesten. Da sehe ich mir doch lieber diesen Stillstand an und alles, was drumherum passiert. Es ist Performance und es ist bestechend. Der visuelle Aspekt ihrer Arbeit war für uns wirklich wichtig. Und ich glaube, er wird auch für sie selbst immer wichtiger. Sie haben in diese 3D-Show sehr viel Arbeit gesteckt. Es hat Jahre gedauert, bis die Roboter richtig funktionierten. Die Technologie ist an einem Punkt, wo diese Show immer besser werden kann. Das Konzept hat die Chance, sich immer weiterzuentwickeln. Was Kraftwerk antreibt, ist das Staunen darüber, wie weit sie mit dieser Technologie gehen können. Kraftwerk entstand 1968 aus einer Begegnung von Ralf Hütter und Florian Schneider in einem Musikimprovisationskurs am Konservatorium Düsseldorf. Anfangs waren ein Live-Drummer und ein Gitarrist dabei, die später die Band neu gründeten. Am meisten gemeinsam hatten Kraftwerk in der blühenden deutschen Musikszene jedoch mit der klassikaffinen Elektroband Can. Die beiden Bands jammten in einer Kunstgalerie und traten 1970 im Rahmen einer Fernsehsendung in einem Jugendclub in Unna zusammen auf. Damals hatten Kraftwerk noch kein einziges Album herausgebracht. Wir hatten 1968 uns ein kleines Studio gebaut. Und das dauerte gar nicht lange. Da kamen zwei Leute aus Düsseldorf und wollten uns eigentlich besuchen. Das waren Ralf und Florian. Und keiner konnte eigentlich irgendwas Besonderes, sondern man stellte sich aufeinander ein. Und es war ein ganz offenes Musikkonzept, was damals war. Und dann gingen die nach Hause. Und das dauerte gar nicht lange. Da kamen die aber wieder. Und das machten wir ein paar Mal. Und dann waren sie plötzlich weg. Und Michael Caroli, unser Gitarrist, der sagte,
Ich glaube, wir werden von denen noch einmal hören, denn er sagt, der Ralf, der spielt wirklich etwas Substanzielles. Das, was der macht, hat Substanz. Das erkennt man sehr schnell, wenn man miteinander so improvisiert. Fernsehauftritt, den wir damals machten in Unna, das hat es auch ganz deutlich gezeigt. Kraftwerk war hier auf einer Bühne und wir waren auf einer anderen Bühne. Und da spielten die schon, damals mit dem Schlagzeuger zusammen. Und da merkte man schon irgendwie, dass sie sehr darüber nachdachten, was sie spielten. Im Gegensatz zu uns. Wir konnten das zwar auch, aber wir waren doch dem sehr offenen Konzept waren wir eigentlich, fühlten wir uns ziemlich verpflichtet. Die einflussreiche britische Rockpresse subsumierte alle deutschen Bands der Zeit unter einem Titel, an dem nicht zu erkennen war, wie viel Ruhm und Einfluss einige von ihnen in den nächsten Jahrzehnten erlangen sollten. Es gab da diese Bewegung, die Krautrock genannt wurde, mit Guru Guru, Ashra Temple, Neu, Can und so weiter. Ich stand damals voll drauf. Diese Krautgeschichte war natürlich ein bisschen Spott. Die Briten hatten eine völlig andere Sicht auf diese deutsche Musik. Aus diversen Gründen entstand die liebevoll herablassende Bezeichnung Krautrock. Ich kann verstehen, dass die deutschen Gruppen, die nach England gekommen waren oder wo die Engländer das gehört haben, sie sofort als Krauts angesehen haben, weil es war etwas, was also an englischen Standard überhaupt nicht rankommen konnte. Auch Can konnte nicht, wir waren, nach den Maßstäben, die England gesetzt hatte, waren wir eine schlechte Band. Das wollen wir mal klar sehen. Wir machten viel zu viele Fehler, was das betrifft. Aber es konnte, wenn die Maschine einmal anrief, wie die Engländer dann geschrieben haben, wenn diese Teutonen einmal los sind, sind sie nicht mehr zu stoppen, die überrollen alles. Sie schienen immer noch an Interstellar Overdrive von Pink Floyd zu hängen. Noch wirkten sie wie Hippies und ganz anders als später. Da wurde so Musik gemacht ohne Maschinen, sondern eigentlich mit ein paar kleinen Spielsachen. Es klang fast ein bisschen nach Spielzeug. Wir sehen das Konzept Kraftwerk natürlich durch den heutigen Filter, was aus ihnen geworden ist. Aber es gab ein paar Jahre, da waren sie noch auf dem Weg. Sie waren immer irgendwie auf dem Weg. Das ist ja nur später anders geworden und da sind auch Jahre drüber hinweggegangen, dass das Ganze nun plötzlich zu einem regelrechten Konzept geworden war. Meine erste Begegnung mit Kraftwerk war wohl das Cover zu Autobahn. Das war eine Offenbarung. Damals reduzierten sie vieles auf ein simples Sinnbild und wirkten dadurch plötzlich sehr modern.
1974 nahm auch das Konzept Kraftwerk endlich Gestalt an, durch ihr viertes Album Autobahn. Der 22-minütige Titeltrack, erstmals mit Text, wurde zum Disco-Hit in Amerika und die modernistische Grafik auf dem Albumcover gab die klare Optik vor, die Ralf und Florian mit ihrem künstlerischen Mitarbeiter Emil Schuld entwickelten. Neville Brody, der einflussreichste Grafikdesigner der 80er Jahre, unterrichtet jetzt am Royal College of Art in London. So richtig begann seine Karriere 1982, als er als Artdirektor des stilbildenden Magazins The Face das Layout zu einem Kraftwerk-Interview kreierte. An Kraftwerks Optik erinnert er sich genau. Autobahn ist ein interessantes Beispiel für ein Albumcover mit semiotischer Bedeutung. Ein Zeichen wird von einem Zweck auf einen anderen übertragen. Damit wird ausgesagt, die Popmusik muss sich nicht mehr nur auf sich selbst beziehen. Sie darf zu anderen gesellschaftlichen Konzepten hinüberschielen. Die Cover von Kraftwerk hatten oft mit ihnen selbst als Teil ihres eigenen Markenbildes zu tun und nahmen sich darin nicht besonders ernst. Das Cover von Trans Europe Express war ein Schlag ins Gesicht der Rockermode. Im Jahr des Punk zeigen Schwarz-Weiß-Fotos die Gruppe mit glamouröser Hollywood-Anmutung, während sie auf Emil Schulz liebevoll kitschigem Farbposter aussehen wie Stadtbürger auf Sonntagsausflug im Provinzgasthaus. Wobei eine Diamantbrosche in Form einer Musiknote auf Florians Jackenaufschlag der einzige Hinweis darauf ist, dass es sich nicht um eine Gruppe Steuerberater handelt. Sie verbanden Dadaismus, Konstruktivismus mit zeitgenössischer Musik. Kraftwerks Cover zu The Man Machine war stark vom Erscheinungsbild des russischen Konstruktivismus beeinflusst. Es entstand aus der Idee, die Zukunft werde von Technikern und Wissenschaftlern aufgebaut. Und unser Glaube an die Technik werde uns ins gesegnete Utopia führen. Es war eine hochgradig experimentelle, utopische Idee. All die Winkel und die starke Typografie ergaben letztlich eine Art Raum im Bauhausstil, vor dem wir dann alle beeinflusst waren. Der Konstruktivismus war eine sehr kraftvolle, sehr zwingende Kunstrichtung. Ihr einflussreichster Künstler war Alexander Rodchenko. Die Kraftwerk-Cover der ersten Zeit hatten viel mit Rodchenkos Sichtweise zu tun. Mit heroischem Arbeitsethos tragen die Arbeiter zum Aufbau der Zukunft bei. Heroic workers ethic. The workers were also going to help build the future. Rot und Schwarz, die Farben des Kommunismus, sind stark vertreten. Aber Rot und Schwarz waren auch die Farben vieler faschistischer Bewegungen im 20. Jahrhundert. Mit dieser Ambivalenz spielen Kraftwerk. Wo wird Heldentum kontraproduktiv? Wann wird etwas Demokratisches auf einmal Diktatur? Bei ihren Albumcovern erlaubten sich Kraftwerk einen radikal breiten Denkhorizont. Manche frühen Platten des Punk und New Wave sind ihnen zu verdanken. Factory Records war eindeutig von ihnen beeinflusst, ebenso wie die frühen Arbeiten von Malcolm Garrett. Dieses sehr reduzierte Statement von Autobahn war damals wahnsinnig radikal. Es gab keine annähernd ähnliche Platte. Autobahn verschaffte Kraftwerk neue Fans wie Rainer Werner Fassbinder und David Bowie, der das Album auf seiner Europa-Tournee in einem Mercedes Oldtimer rauf und runter spielte und Kraftwerk als seine Lieblingsband bezeichnete. Diese besondere Anerkennung sollte Kraftwerks Ruf bei der Presse nachhaltig verändern.
David Bowie war so etwas wie die Google-Suchmaschine der 70er Jahre. Wenn er etwas erwähnte, dann ging man eben dorthin. Bowie hat seinen künstlerischen Kurs bekennenderweise wegen Kraftwerk geändert. Und das diente als unfassbare Werbekampagne. Plötzlich wollten alle die Geschichte dieser unglaublichen Gruppe erfahren, die die außergewöhnlichste Phase in David Bowies Leben eingeleitet hatte. Drehen wir am Radio vor. Vernehmen wir den Sendeton. Um tagsüber Zeit zum Fahrradfahren zu haben, legten Kraftwerk in ihrem legendären Düsseldorfer Klingklangstudio Nachtschichten ein, wie Arbeiter in einer Klangfabrik. Die dort entstandenen Alben klangen völlig einzigartig, da sie Techniker aufgefordert hatten, neue Instrumente für sie zu entwickeln. Equipment, das sonst niemand hatte. Man kann ja nicht in den Laden gehen und diese Sachen einfach sagen, ich will das jetzt. Wir mussten das eben selbst machen, alles. Wir basteln immer selbst mit einem anderen Freund, der ist noch Musik. Ingenieur oder Toningenieur, der hilft uns und wir bauen dann die ganzen Sachen selbst. Die sehnsuchtsvolle, romantisch schöne Musik, die auf diesem Equipment entstand, widerlegte ein für alle Mal das Vorurteil, elektronische Musik sei gefühlskalt. Ideologically, the wood. Ideologisch betrachtet galten Blues und Rock als authentisch, weil sie mit Holz arbeiteten. Immer noch wird auf Maschinen seltsamerweise mit Befremdung reagiert. Einem Instrument aus Holz wird eine Seele zugesprochen, einer Maschine Seelenlosigkeit. Ich empfand es immer umgekehrt. Die Maschinen betonten, rahmten und beleuchteten die Seele, die in Kraftwerk schlummert, diese Sanftheit und wahre Humanität. Sie waren nun einmal bereit, mit Maschinen umzugehen und sie zu verwenden, um ihre Ideen und Informationen zu verbreiten. Sie waren melodische Genies und durch die Melodie kam schließlich die Seele zum Vorschein. Kraftwerk gelten als die ersten, die das Potenzial elektrischer Geräte und des Tonstudios an sich erkannten, um daraus Populärmusik zu kreieren. Und natürlich ist alles, was seitdem passiert ist, eine Fortsetzung von Kraftwerk. In Sachen Kult sind wohl die Beatles ihre schärfsten Konkurrenten. Aber wen haben die Beatles beeinflusst? Elton John, George Michael, Take That und vielleicht ein bisschen ELO. Aber dieser Einfluss wirkt nicht wirklich nach. Kraftwerk senden konstant Informationen aus. Sie beeinflussen die Avantgarde, den Glitch und selbst die härteren, fremdartigen Gefilde des Dubstep. Sie klingen aber auch bei Kylie Minogue im Pop-Mainstream durch. Dieser Geist Kraftwerks ist überall zu hören. Er spukt in der Vorstellung, er spukt auf der ganzen Welt. Wenn heute die Lichter ausgehen und wir aus dem Fenster blicken, sehen wir eine visuelle Darstellung des Klangs von Kraftwerk. Der Soundtrack, den ich für da draußen wählen würde, stammt von Kraftwerk. Kraftwerk verschrieben sich geradezu strebehaft dem Neuartigen. So entstanden herrlich neue Klänge. Sie sind die erlesenen Poeten des Sounds, die zeigen, was Sound leisten und wie verführerisch er sein kann. Sie schufen einen Rhythmus, der die Menschen tröstete. Und ihnen war bewusst, dass ihre Musik wegen dieses Rhythmus attraktiv war. Aber das Geniale lag auch an ihrem wundervollen melodischen Gespür.
Es zeugte von einem Melodieverständnis, das nicht auf Pop oder Rock beschränkt war, sondern Jahrhunderte zurückging. So betrachtet waren sie immer schon klassische Musiker, aber sie hatten die geniale Erkenntnis, dass Neuentwicklungen eben in der Popmusik und im Einsatz des Tonstudios stattfanden. Kraftwerk haben begriffen, dass das Studio ein ebenso wichtiges neues Musikinstrument ist wie das Klavier zu Mozarts Zeit. We're not only looking at one of the seminal acts in the history of electronic music, but you could say arguably. Sie sind nicht nur eine der bahnbrechendsten Bands in der Geschichte der Rockmusik, sondern eindeutig eine der kraftvollsten, inspirierendsten. Und sie sind auf dem besten Wege, so berühmt zu werden wie Mozart, Bach oder andere Komponisten, deren Werk wir auch nach hunderten von Jahren noch verehren. Music we still revere. Ich habe daran nicht den geringsten Zweifel. I see that now. Undoubtedly, without any reservation. Aus einer Jam-Session ging Trans Europe Express hervor, kraftvoller Groove, wie ein Zug, der durchs Studio donnert. Hier wurde der Sound härter und perkussiver und die Platte war ausschlaggebend für die Geburt der DJ-Kultur. Trans Europe Express war die einzige Platte, die Grandmaster Flash ohne Unterbrechung spielte. Beim Besuch eines Loft-Clubs in New York waren Kraftwerk positiv überrascht, als sie den DJ einen erweiterten Loop von Metal on Metal spielen hörten, genau wie sie selbst im Studio. Bald tauchten ihre einzigartigen Sounds aus dem Zusammenhang gerissen überall auf, etwa in der schwarzen Tanzszene von DC Go-Go bis Detroit Techno. Ehe sie sich's versahen, waren diese steifen Deutschen die einflussreichsten weißen Künstler in der Geschichte der schwarzen Tanzmusik. Das Tolle daran ist, dass die weiße Musik, die sich so freimütig an der Schwarzen bedient hat, nie etwas zurückgegeben hat. Kraftwerk haben praktisch im Namen der gesamten weißen Welt ein paar Schulden an die schwarze Musik zurückgezahlt. Rock'n'Roll und Co. hat die weiße Musik so viel von der Schwarzen geklaut, dass es eine grauenvolle Form der kulturellen Kolonisation war. Und Kraftwerk gaben auf rührend liberale Art etwas zurück. Kraftwerk in a sort of rather sweet liberal way have basically given back. Nachdem er seine Teenagerzeit in Straßburg damit verbracht hatte, Krautrock zu hören, zog François Kevorkian Mitte der 70er nach New York, wo er als Drummer für DJs in einer Bar arbeitete. Er wurde einer der beliebtesten Underground-DJs in Amerika und einer der meistbeschäftigten Remixer der 80er, der mit Kult-Tanzlegenden wie D-Train und Dinosaur L, aber auch mit Hitgiganten wie U2 und Depeche Mode zusammenarbeitete. Als François K., der Remixer von Kraftwerk wurde, drang mit ihm erstmals ein kreativer Außenseiter in ihren inneren Kreis vor. Jahre zuvor hatte er ihre außerordentliche Wirkung auf die Tanzkultur selbst mitverfolgt. Das Großartige an Kraftwerk ist, wie multikulturell sie sind, wie leicht ihre Musik für schwarze Zuhörer verständlich war.
Sie hatten es drauf. Einfach so. Die New Yorker, die Mitte der 70er diese seltsamen Platten aus Deutschland hörten, sahen und hörten darin vermutlich ihre eigene Stadt, ebenso wie in jeder anderen Musik, die sie hörten. Durch die herrliche Starrheit und die vielen Wiederholungen war die Musik wunderbar rhythmisch. Indem sie den Drummer durch eine Maschine ersetzten, erlangten sie dank der Maschine unglaubliche Einsichten in die Mobilität des Funk. Insight into the mobility of funk. It was that stiff that was funky. Das Steife daran war ja gerade so funky. Es war linear, fast wie ein EKG im Krankenhaus. And it was like, that shit is cool. It was so clean. It was so. Das Zeug war so cool. Es war ganz steril, exakt und perfekt. Da musste es doch funky sein. Straight-laced white dudes, you know. Diese zugeknöpften weißen Typen mit Krawatten und grünen Hemden und Hosen. Dieser androgyne Look. Es war steif, aber funky. Und gerade nicht zu viel, sodass es aufging. Enough of this, in the middle of this, to make it work. Trans Europe Express was so funky. Oh, Trans Europe Express war so funky. Diese metallischen Klänge aus einer großen Soundanlage. Wow. And that metal sounds and all. It was just like bugged out. Die Leute riefen: "Yo man, ich flippe aus. Das ist super. Was ist denn das?" Die Massen grooveten im Sommer 1977 zu Trans Europe Express, ebenso wie zu Barry White, Marvin Gaye und dem Salsa Orchestra. Und niemand stellte es je in Frage. Sie fanden das Zeug zwar total seltsam, aber sie liebten es. Und bei Computer World war es noch mehr so. Und als dann Numbers rauskam, war die Hölle los. Wow. Ichi, san, chi. Ichi, san, chi.
Shimmy San Chi. Hip-Hop ist nicht gleich Hip-Hop. Es gibt die langsame Variante mit Funky Beats, aber Planet Rock war eher ein Techno-Vorläufer. Almost like proto-techno in a way. In seine bahnbrechenden Hip-Hop-Hits Planet Rock, Looking for the Perfect Beat und Renegades of Funk baute Afrika Bambaataa Beats aus Trans Europe Express und Numbers so deutlich erkennbar ein, dass Kraftwerk Tantiemen kassierten. Offenbar kam das von Arthur Baker und John Roby als Produktionsteam. Es war ein Geniestreich von ihnen, denn sie nahmen zwei sehr eigenständige Elemente und machten daraus etwas Unwiderstehliches. Made it into something that was just so irresistible. I guess history, you know, validated. Rückblickend ist es eine historische Platte, denn sie hat geholfen, die gesamte Elektrobewegung in Gang zu bringen. Mit dem Album Computer World und der Tournee dazu waren Kraftwerk auf einem Höhepunkt, den das Album Electric Café 1986 nicht zu erreichen vermochte. Ironischerweise, denn im Jahr darauf erweiterte sich ihr Einfluss erneut explosionsartig, ausgerechnet in Detroit. Ein Trio aus Kraftwerk-verrückten Produzenten, die sogenannten Belleville Three, Derek May, Juan Atkins und Kevin Saunderson, eroberten mit einem neuen Genre die Welt, Techno. Ich habe Ralf Hütter und Florian Schneider erst einmal getroffen, in Detroit vor 15 Jahren. Für die beiden war es ein riesiges Konzert, fast ein Neubeginn ihrer Karriere. Sie füllten eine Halle für 7000 Leute. Es war eine fantastische Show, ein unglaublicher Moment höchster Energie. Im Publikum waren nicht nur Intellektuelle, auch Teenager. Es war unglaublich für sie, vor Fans zu spielen. Die Leute liebten die Musik, sie kreischten und lärmten. Diese wichtige Show verpasste den Jungs von Kraftwerk eine Gänsehaut, weil ihnen bewusst wurde, dass sie ein zweites Leben hatten. Das alles begann damals in Detroit. Da waren ja nicht nur wir, sondern ganz Detroit, Michigan, ganz Cleveland und ganz Chicago. Schwarze waren ganz versessen auf diese Musik. Tagsüber im Radio konnte man innerhalb einer halben Stunde Pocket Calculator aus dem Album Computer World, Janet Jackson, Rick James und einen Song von Prince hören. And a Prince song, all in less than 30 minutes. Wenn ich diese Taste drück, spielt ein kleines Musikstück. Und wenn ich diese Taste drück, spielt ein kleines Musikstück.
Dass den Schwarzen ihre Musik gefiel, sogar George Clinton, das genossen sie sehr. Der schwarze Musiker schlechthin sitzt mitten in Detroit, Michigan und fährt auf Kraftwerk ab. Sie sind mehr als nur Techno. Sie haben ein Genre erschaffen, das keinen Namen hatte, bis wir kamen. Bis dahin war es einfach sensationelle Elektromusik von diesen Jungs. Ihnen würde ich wünschen, sie wären nicht von der Techno-Musik vereinnahmt worden, denn Techno-Musik kann oft ziemlich scheiße sein. Viele, die Techno machen, haben nicht verdient, in einem Atemzug mit Kraftwerk genannt zu werden. Auf dem Cover von We Are The Robots spielen sie mit dem Thema Sexualität. We Are The Robots war eindeutig ihr Coming-out als kreative, androgyne Gruppe. Niemand konnte sicher sein, ob diese Typen schwul oder hetero sind. Daran dürften sie wirklich ihren Spaß gehabt haben. We Are The Robots? Hell yeah! Es war funky und auch wieder nicht. Das ist schwer zu erklären. Wow, it's hard to explain it. You know, die Basslinie von Computer World war unglaublich. Vor allem it's more fun to compute. Diese Songs, Mann, waren echt der Hammer. Bei Computer World war ihnen bewusst, dass sie alles tun konnten, was sie wollten. Endlich konnten sie umsetzen, wovon sie immer geträumt hatten. Mit diesem Album konnten sie den Durchbruch schaffen. Und sie schafften ihn. Der kompositorische Aspekt der musikalischen Struktur bei Kraftwerk verblüfft mich immer wieder. Die Melodien sind absolut zeitlos, wie zum Beispiel diese Hommage von Coldplay zeigt. Good example of that is obviously the tip of the hat from Coldplay. Sie sind bis heute große Fans der Melodien von Kraftwerk. Und mit diesem Song erwiesen sie ihnen die Ehre und sagten, wir lieben euch. Wow, we love you so much. Für so eine Band ist das die ultimative Form der Anerkennung.
Mit diesem Song hat ihre Musik ein ganz neues Publikum erreicht. Eine neue Altersgruppe, der sie sonst womöglich gar nicht aufgefallen wäre.
Dass ihnen Kraftwerk auffiel, machte es dieser neuen Generation von Fans keineswegs leichter, an Karten für die Konzerte in der Tate Modern zu kommen. Und so organisierten ein paar dieser vielen enttäuschten Fans parallel zu den Auftritten der Band eine Kraftwerk-Party im Bethnal Green. Der heutige Abend ist aus Frustration entstanden. Ich hing 9 Stunden am Hörer, um ein Ticket zu bekommen und Kraftwerk live in der Tate zu sehen. Deshalb wollten wir einen Abend rund um ihre Musik und Visuals gestalten. Wir wollten was für die Leute machen, die keine Karten haben, so wie wir. Mein Freund ist DJ. Er legt viel Techno und minimalistischen House und Dance auf. Ich stehe auf Krautrock und bei Kraftwerk treffen wir uns einfach in der Mitte. And so that was one of the things that we could connect about. I'm really into Detroit techno, so that's. Ich spiele viel Detroit techno. Dadurch habe ich Kraftwerk wiederentdeckt. Sie werden auf vielen einflussreichen Tracks verwendet, die wieder und wieder auftauchen, egal wie alt man ist oder welche Musik man hört. Sie werden also laufend wiederentdeckt und fühlen sich neu an, obwohl sie seit 40 Jahren im Geschäft sind. Der Kampf um Kraftwerk-Tickets verblasst im Vergleich mit dem Versuch, in die Nähe der Band zu gelangen. Da sie sich als einfache Arbeiter in der Klangfabrik betrachten, lehnen sie seit jeher jeden Personenkult ab. Das faszinierte Interesse des Publikums an ihrem Privatleben ist ihnen ein Rätsel. Allianzen mit Superstars lehnten sie ab, darunter ein Angebot von Michael Jackson. Und je größer ihr Ruhm wurde, desto weiter zogen sie sich vor dem öffentlichen Blick zurück. Wobei dieser undurchdringliche Schleier medialen Schweigens die mystische Aura um die Bandmitglieder nur verstärkt. Am besten weiß das Peter Böttcher, Lieblingsfotograf von Kraftwerk seit den späten 80ern. Da sie selbst nicht mehr Modell stehen wollen, lichtet er hauptsächlich ihre Roboter ab. Bei Kraftwerk geht es nicht um die Person, es geht um das Werk. Und die Roboter, die ich fotografiert habe, sind quasi Stellvertreter für das Gesamtkunstwerk von Kraftwerk. Sie waren sehr darauf bedacht, nie in die Fänge der Medien zu geraten. Sie entschieden selbst, wann sie die Medien in ihre Fänge nehmen wollten und wann die Industrie sich ihnen zu beugen hatte. Das ist wirklich wichtig, besonders heute, wo jeder auf Twitter und Facebook alle Details seines Privatlebens mitteilt. Every detail of their private life. Vor 2 Minuten war ich auf der Toilette. Jetzt gehe ich mir die Füße waschen. Nachher esse ich vielleicht Spaghetti und gehe noch ins Kino. Als ob dein Leben so wichtig wäre, dass andere Leute über jede Bewegung Bescheid wissen müssen. Sehen Sie sich das Leben von Menschen wie Mozart und anderen klassischen Komponisten an. Was von ihnen bleibt, ist ihre Musik und das, was sie geschaffen haben. Der Rest ist trivial. Ich versuche, die Metamorphose darzustellen. Das Oberthema ist der Mensch-Maschine. Und das kommt in meinen Bildern zum Ausdruck, dass nicht immer klar ist, um was es sich handelt. Und es gibt auch ein Bild in der Ausstellung, das in Manchester fotografiert worden ist, wo die Verschmelzung von Mensch und Maschine tatsächlich in der Jetztzeit angekommen ist. Also die Zuschauer rezipieren das Konzert nicht mehr selbst, sondern sie schauen in den Bildschirm ihrer Smartphones und filmen das. Das ist für mich Mensch-Maschine in Vollendung. Du, das war's. Radio Tour Information. Transmission, Television. Alle Themen, aus denen Kraftwerk schöpft, Reisen, Kommunikation und die harmonische Koexistenz von Mensch, Natur und Technologie, leben von der Dynamik einer Vorwärtsbewegung. Am besten verkörpert das ihre Leidenschaft fürs Fahrradfahren, die dem Hit Tour de France aus dem Jahr 83 und ihrem neuesten Studioalbum zugrunde liegt. Sie verkörperten die Bewegung und Emotion des 20. Jahrhunderts und destillierten daraus kleine elektronische Haikus,
Für mich sind sie die Historiker, die das Geschehen des 20. Jahrhunderts mitverfolgten, sofern es um Geschwindigkeit, Bewegung, Technologie und das Verhältnis zwischen Menschen und Maschinen geht, das immer mehr zum Problem wird. In diesem Sinne waren sie große Kulturkritiker wie Roland Barthes oder Walter Benjamin. Sie diagnostizierten das Geschehen in unserer Umgebung und verdichteten es zu kurzer und sanfter Poesie. Männer mit kurzen Haaren in Anzügen Marke Industrieschick singen deutsche Texte. Im Zeitalter von Hippies und Glamrock war Kraftwerk-Stil ohnehin provokant. Doch nichts erregte die Gemüter im linken Europa mehr als das Album Computer World, das, als noch niemand einen eigenen PC besaß, die Werkzeuge staatlicher Unterdrückung zum Klingen brachte. Lange bevor es Handys gab, erklärten Kraftwerk mit Texten im prophetischen SMS-Stil, wie Computer uns mit der Welt verbinden und wir alles durch einen gespenstischen Schimmer von Pixeln wahrnehmen würden. Dazu ein Soundtrack aus getakteten Maschinengeräuschen. Kraftwerk sahen eine Zukunft voraus, die uns zu Google, Apple, Facebook und Twitter geführt hat. Da sie aber auch viel von Kunst verstehen, erkannten sie auch, dass bei zu viel Technologie die Seele und das Menschliche verloren gehen können. Kraftwerk hatten eine sehr interessante Sicht auf die Zukunft, eine sehr nostalgische. Ihre Sprache war vor allem geprägt durch sehr altmodische Ausdrücke der Hoffnung. Wir leben nun genau in der Zukunft, wie Sie sie vorausgesagt zu haben scheinen. Sie hatten nicht mit jedem Detail recht und eigentlich hätten Sie genauso gut die 50er oder die 20er imaginieren können. Aber von allen verstanden Sie noch am besten, was passieren würde. Der Ansatz von Kraftwerk ist einerseits sehr sanft, fürsorglich und vorsichtig, aber andererseits auch sehr revolutionär. Sie liefern keine kurzen, heftigen Schocks, sondern eine allumfassende Revolution durch ihre Arbeitsweise. Es ist eine unendliche Geschichte. Kraftwerk hat auch noch viel Potenzial. Wenn ich sage, Kraftwerk besitzt eine ewige Modernität, würde ich fast noch weitergehen und sagen, Kraftwerk ist noch so zukunftsweisend, dass es noch viel zu entdecken gibt. Die Rockkritiker bejammern auf altmodische Weise, dass nur noch ein Mitglied von Kraftwerk übrig ist. Als gehe es um die Dave Clark Five, um Sweet oder die Tremolos. Dabei ist es unwichtig, wer in Kraftwerk ist. Kraftwerk selbst ist das Kunstwerk. Es ist ein bisschen, als würde man beim Anblick eines Picassos trauern, dass Pablo Picasso nicht mehr lebt. Wenn alle Mitglieder von Kraftwerk gestorben sind, wird Kraftwerk als Kunstwerk weiter bestehen. Sie sehen eine lebende, atmende Ausstellung historischer elektronischer Kunst. Die Tonqualität, die Produktion, darin liegt die Zukunft. Hören Sie sie an und speichern Sie sie ab. Nehmen Sie sie in eine Geschichtsstunde auf. Sie haben schon Songs von Duke Ellington und Miles Davis? Reihen Sie Kraftwerk dort ein. Disco und Kraftwerk zusammengenommen füllen die gesamte Musikgeschichte seit Mitte der 70er aus. Ich weiß heute noch, wie ich zum ersten Mal Trans Europe Express oder I Feel Love von Donna Summer gehört habe. In beiden Fällen gab es kein Zurück. Wenn man das hört und mit dem Rest vergleicht, kann man nur sagen, okay, danke, das war's, ihr habt gewonnen. Diejenigen von uns, die in den 70ern und 80ern loyale Kraftwerk-Fans waren, wir haben Recht behalten. Ich möchte mich herzlich bei Kraftwerk bedanken. Danke für die Gelegenheit, mit eurer Musik aufzuwachsen. Wenn ich mich entspannen, den Sonnenuntergang betrachten oder mal mit dem Auto richtig schnell geradeaus fahren will, dann ist das die Musik, die ich brauche, um mich von der ganzen Scheiße in der Welt zu erholen. Ich muss mich an das Qualitätsniveau erinnern, das früher herrschte. Und den jungen Leuten sage ich, schaltet mal kurz den Computer und den Fernseher aus, schließt die Augen und seht, was ihr seht. Vielleicht erblickt ihr euch dann selbst.